OnlyFans wurde vom Europäischen Gerichtshof verurteilt. Oder genauer gesagt, das Unternehmen, das OnlyFans betreibt. Also Phoenix International Limited. Die haben jetzt vor kurzem erst vom Europäischen Gerichtshof verloren. Worum es da ging, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn das Gerichtsurteil beinhaltet tiefgreifende Veränderungen für alle Content Creator, die auf OnlyFans aktiv sind. Und zwar geht es um das Geschäftsmodell von OnlyFans. Bisher ist OnlyFans als ein Vermittler aufgetreten. OnlyFans nimmt sich 20% von allen Umsätzen, die Content Creator auf dieser Plattform generieren. Und OnlyFans hat immer gesagt, dass sie eine Plattform sind. Das heißt, es gibt eine Geschäftsbeziehung von mir als Content Creator mit dem Unternehmen Phoenix International Limited mit Sitz in Großbritannien über 20% meiner Umsätze. Das heißt, bei 1.000 Euro im Monat hätten sie mir 200 Euro in Rechnung gestellt und ich habe ganz viele einzelne Geschäftsbeziehungen mit meinen Kunden. Also diejenigen, die bei mir abonnieren, die Bilder kaufen und was auch immer bezahlen. Das heißt, ich habe ganz viele kleine einzelne Transaktionen und ganz viele einzelne kleine Geschäftsbeziehungen mit Kunden, wo auch immer. In Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwo anders auf der Welt. Und ich bin dann als Content Creator, also als Selbstständiger oder Selbstständige in Deutschland, natürlich für die Rechnungsstellung verantwortlich. Ich muss an dieser Stelle hoffentlich nicht erwähnen, dass wenn du OnlyFans Creator bist, dass du denn in Deutschland selbstständig bist und dass du ein Gewerbe anmelden musst. Das bedeutet, du musst auf deine Gewinne Einkommensteuer zahlen und Gewerbesteuer zahlen. Und die große Frage ist, wie verhält sich das eigentlich mit der Umsatzsteuer? Wenn das ganze Thema grundsätzlich neu für dich ist, dann schau unbedingt das Video an, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Da habe ich grundsätzlich einmal erklärt, welche Steuern Selbstständige in Deutschland bezahlen müssen. Und ehrlicherweise gibt es da keine große Diskussion bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Die musst du auf jeden Fall bezahlen. Die Umsatzsteuer war aber tatsächlich in der Vergangenheit ein großes Problem. Weil du musstest in der Vergangenheit bei deinen vielen einzelnen kleinen Geschäftsbeziehungen Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, wenn du alles ordnungsgemäß angemeldet hast, dann hast du in der Vergangenheit auf deine Umsätze, die du mit deinen ganzen Abonnenten und Kunden gemacht hast, regelmäßig Umsatzsteuer abgeführt. So war es zumindest bis zu diesem Urteil Ende Februar 2023. Und jetzt hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nein, alles falsch, die Vertragsbeziehungen, die auf der Plattform OnlyFans abgeschlossen werden, die verhalten sich ganz anders. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass OnlyFans kein Vermittler ist zwischen diesen allen vielen kleinen Geschäftsbeziehungen. Auf OnlyFans findet das Prinzip der Dienstleistungskommission statt. Und die Dienstleistungskommission ist im deutschen Steuerrecht in § 3 Absatz 11 geregelt. Und da schauen wir am besten einmal rein. Da steht nämlich, wird ein Unternehmen in die Erbringung einer sonstigen Leistung eingeschaltet und handelt er dabei im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung, gilt diese Leistung als an ihn und von ihm erbracht. Wir versuchen das Ganze mal zu übersetzen. Wird ein Unternehmer, also in dem Fall OnlyFans, in die Erbringung einer sonstigen Leistung eingeschaltet? Die Leistungen, die auf OnlyFans stattfinden, sind sonstige Leistungen. Das sind Online-Dienstleistungen. Das heißt, da wird kein Produkt versendet. Deswegen ist es eine sonstige Leistung. Das heißt, wird OnlyFans in die Erbringung einer Online-Dienstleistung eingeschaltet, handelt dabei im eigenen Namen, das heißt, OnlyFans verkauft diese Inhalte, die da geteilt werden, im eigenen Namen, ja, sie stellen ja die Rechnungen aus und so weiter, jedoch auf fremde Rechnung, das heißt, wer bekommt das Geld am Ende? Der Content Creator, gilt diese Leistung an ihn und von ihm erbracht. Das bedeutet im Klartext, du als Content Creator hast nicht mehr ganz viele einzelne kleine Geschäftsbeziehungen, sondern genau eine einzige. Und zwar mit Phoenix International Limited. Und jetzt kommt die hervorragende Neuigkeit. Dieses Unternehmen hat seinen Firmensitz in Großbritannien. Großbritannien ist ein Land, was nicht mehr in der Europäischen Union ist. Das heißt, du hast jetzt eine B2B-Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen außerhalb der EU. Und das bedeutet, dass das ganze Thema Umsatzsteuer für dich vollkommen irrelevant wird, weil der Ort der Leistung in Großbritannien ist. Das heißt, du hast als Content Creator auf OnlyFans jetzt keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze mehr, sondern nicht steuerbare Umsätze. Insgesamt muss man also sagen, das Urteil vom Europäischen Gerichtshof ist für alle Content Creator auf OnlyFans sensationell. Das sind fantastische Neuigkeiten, weil du aus den Beträgen, die du da bekommst, keine Umsatzsteuer mehr abführen musst. Ehrlicherweise ist das eine mittlere Katastrophe für OnlyFans, weil jetzt muss sich OnlyFans um die vielen kleinen Geschäftsbeziehungen kümmern und sich darum kümmern, dass da die Rechnungen richtig ausgestellt werden. Aber für dich als Content Creator spielt das
keine Rolle mehr. Und das sind hervorragende Neuigkeiten. Was bedeutet das ganz konkret? Erstens musst du natürlich idealerweise ab sofort keine Umsatzsteuer mehr ausweisen, aber du solltest auch unbedingt die letzten Monate und Jahre genauer anschauen. Denn das ist kein Urteil, was ab jetzt gültig ist, sondern es ging um Vertragsbeziehungen in der Vergangenheit. Das heißt, du kannst dir grundsätzlich die Umsatzsteuer, die du in den letzten Monaten und Jahren schon abgeführt hast, auf diese Umsätze, die du da generiert hast, die kannst du dir vom Finanzamt wiederholen. Denn um diese umsatzsteuerliche Behandlung musst dich jetzt OnlyFans kümmern und nicht mehr du als Content Creator. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du selbstständig bist, was du als OnlyFans Content Creator bist, dann brauchst du mit Sicherheit Unterstützung bei Steuern, Buchhaltung und so weiter, dann schau dir unbedingt mal unser Angebot an, wie wir dir in deiner Selbstständigkeit weiterhelfen können. Alle Informationen zu unseren Angeboten verlinke ich dir einfach einmal hier oder du schaust dir erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.